dann sieht da Felix Ebel und auch Benjamin Dehr, die sehen da wirklich noch sehr konzentriert, fokussiert, aber locker aus. Schauen wir mal, wer wann welchen Schritt hier gehen wird. Es wird auf einen Endspurt hinauslaufen. Es wird auf die letzten 500 bis 400 Meter sicherlich nochmal deutlich schneller hier. Konstantin Karls, der bringt die sechs Leute hier auf die letzten 600 Meter. Jetzt der Führungswechsel da. Benjamin Dehrn, Silvesterlauf Trier geht vorbei, aber auch Felix Ebel. Und auch der Regensburger Tobias Brater hängt da an den Hacken von Konstantin Karls und geht da jetzt vorbei. Und auch Felix Friedrich sieht da noch sehr, sehr gut aus. Und schießt da vorbei. Aus dem Nichts gefühlt biegt er jetzt hier vorne auf die letzte Runde. Aber er ist der dritte der deutschen U23-Meisterschaften des vergangenen Jahres. Und der will natürlich auch die Medaille in diesem Jahr. Und das sieht bislang wirklich sehr, sehr gut aus. Abschütteln lässt sich Benjamin Dehrn und Felix Ebel da aber noch nicht. Das Gesicht aber nicht mehr ganz so entspannt wie in den Runden davor. Und trotzdem macht er sich jetzt hier auf Bahn 2 auf. Schafft's aber nicht, kommt nicht vorbei. Der hält da wirklich richtig, richtig stark dagegen. Felix Friedrich vom Dresdner SC. Die Medaillen sind klar. Wer sich Gold holt, das sehen wir jetzt. Das ist spannend. Benjamin Dehrn. Starker Endspurt, aber auch Felix Ebel. Der lässt da nicht reißen. Aber es sieht so aus, als hätte Benjamin Dehrn letztlich noch die meisten Körner, den besseren Spurt. Felix Ebel, Zweiter.